Willkommen zu Tag 11 bzw. Folge 11, 28 Basics und Techniken. Hier gibt es jeden Tag eine neue Folge online, den ganzen Februar lang. Und genau, ich werde euch Basics bzw. Techniken zu Coin Magic erklären. Viel Spaß! Somit, yo Leute, was geht ab? Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder einen neuen Basic. Und zwar die klassische Parmage. Was es damit auf sich hat, seht ihr jetzt in einem kurzen Routine. Eine Münze gebe ich rüber in die Hand. Und sie verschwindet hier raus. Und wo taucht sie wieder auf? Genau dort. Kommen wir zur Erklärung. Die klassische Parmage habe ich schon mal erwähnt in Pen und Coin erscheinen. Und genau. Aber jetzt ist das hier diese Parmage, wo ihr legt die Münze ungefähr hier so hin. Das könnt ihr abmessen, indem ihr euren Finger hier drauf legt. Und dann mit Daumen ein bisschen zur Handfläche so geht. Und dann die Münze hier so reinstellt, beziehungsweise reinlegt. Und dann das Ganze macht. Und dann könnt ihr gucken, ob die Münze hier runterfällt oder nicht. In dem Fall ist so eine Technik so. Genau. Und in dieser Position geht ihr dann auf die andere Hand zu und tut so, als würdet ihr die Münze reinwerfen. Bin echt klemmt die Münze da fest, schließt die Hand schnell, macht hier irgendwie so eine komische Bewegung oder lasst einfach die Hand normal, öffnet diese Hand und genau, dann ist die Münze weg. Weil ihr sie wieder erscheinen lasst, geht ihr einfach hier drüber, lasst den Daumen locker, richtet ihn wieder aus und dann ist die Münze wieder da. So easy ist das und jetzt gibt es noch einmal eine kurze Performance, wie das Ganze aussieht, wenn ihr es dann fleißig geübt habt. Eine Münze. Sie ist weg, doch genau hier taucht sie doch wieder auf. Genau. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt, es gibt einen neuen Basic oder eine neue Technik. Haut rein, bis morgen. Ciao!